Oh, der Hai! Der beißt hier rein. Okay, das ist. Aber guck mal. Zack. Hat er nicht gedacht, ne? Hat er nicht gedacht. Damit hat er nicht gerechnet. Sonntag 15 Uhr, ich chill allein in meiner Crib. Hallo. Wie geht's dir? Müde. Und dir? Müde, warum bist du müde? Ich bin immer müde, ich schlaf sehr wenig. Echt jetzt? Kennst du ja. Ja, kenn ich auch, ja. Momentan ein schlimmes Schlafrhythmus. Letztens bin ich um 11 Uhr morgens eingepennt. Oh Gott, echt? Also so kaputt ist mein Leben. Ach du Scheiße. Ja, du bist ja gerade voll wegen Drehen auch fertig, gell? Ich muss morgen auch um 5.30 Uhr raus. Ich habe dich so gefühlt. Echt jetzt? Warum? Weil ich auch auf einem Dreh bin in Berlin. Oha. Hey, dann. Dann sind wir heute beide am Arsch. Ja, oder? Sind wir beide am Arsch auf jeden Fall. Super. Geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Ah, nee, warte. Genau. Halbes Leid, ne? Genau. So. Sehr schön. Genau. Wir wollen heute deswegen auch, Leute, eine entspannte Runde und ein entspanntes Gameplay, weil wir beide am Arsch sind, haben wir gesagt, werden wir heute Raft spielen. Das ist super entspannt. Teilweise auch echt stressig, weil ein Hai kommt und dich fressen will. Okay. Aber es ist in Ordnung. Wir werden uns unser eigenes kleines Paradies bauen. Dann machen wir jetzt mal eine neue Welt. Ich glaube, da kann ich dich zu einladen. Muss ich you für Raft adden auf Steam? Ich glaube schon. Kannst du mir auch gerne Ju nennen. Ju. Stimmt, du magst es ja nicht, wenn ich Ju sage. Aber Ju ist so wie Gnu. Das stimmt, ja. Aber Ju ist dann so Julian, weißt du? No front gegen die ganzen Julians hier, aber der Name klingt halt scheiße. Ja, das stimmt. Ich habe schon einen tollen Namen für uns. Was denn? Knutschi. Knutschi? Unsere Insel heißt Knutschi-Ju. Knutschi-Ju, okay. Ich muss wahrscheinlich gleich die Knutschi-Ju-Insel betreten. Genau, aber ich muss dich jetzt erstmal adden. Rafty-Rafty. Also, Rafty. Wir sind auf einem Floß. Die ganze Zeit. Müssen aber ab und zu mal auf eine Insel, um Sachen zu looten, craften. Okay. Und dieses Floß kann man extrem groß in die, kann man krass ausbauen, ne? Ja. Genau. Sollen wir Friendly Fire machen? Ist funny, ja. Lass machen. Echt? Okay. Achso, nee. Wir werden sterben. Ja, dann. Also, ja, mach. Okay. Warte. So, dann erkläre ich dir das jetzt mal gleich alles. Oh, das ist sehr, sehr eng, ja. Ja. Willkommen bei diesem Game. Also, du hast ja so ein tolles Gadget in den Griffelchen. Mhm. Und nein! Genau. Achso. Das kannst du auswerfen. Das war schon ganz richtig. Und zwar müssen wir die ganzen Sachen, die hier vorbei fließen oder beziehungsweise treiben, müssen wir einsammeln. Auf E oder mit dem Haken. Genau. Wie hebe ich das auf? Du kannst drück mal auf die linke Maustaste. Ja, mach ich die ganze... Nochmal, ach, linke Maustaste geht... Rechte, ja, okay. Genau. Und damit, das kannst du immer laden und dann... Genau, sehr schön. Und später werden wir uns übel hassen, weil du wirst mir nachher alle geilen Sachen wegnehmen. Dann schmeiße ich dich vom Floß, dann stirbst du. Aber das ist jetzt egal. Und wenn ich sterbe, was passiert dann? Dann kannst du, glaube ich, wieder spawnen, aber deine ganzen Sachen sind weg. Deswegen versuchen wir das jetzt zu hindern. Und genau, wenn du zum Beispiel auf I drückst, dann kriegst du so ein Inventar, was du craften kannst. Und wir wollen uns jetzt das allererstes mal einen Bauhammer machen. Das heißt, wir brauchen noch Planken und Seile. Mhm. Auch die Seile können wir quasi craften. Und zwar aus Palmenblättern. Das sind erstmal die zwei Dinge, die wir jetzt machen. Also entspanntes Ranfischen. Okay, was ist, wenn ich den Hai fische? Das geht leider nicht. Okay, gut. Aber den können wir später umbringen. Das ist eine ganze Tonne. Das war sehr nice das Aiming. So. Hier, ich hole mir dieses Fenster noch. Ich habe was Krasses hier. Tell me. Das war so irgendwie spülbeckenmäßig. Darf ich dich in meinen Squad-Stream einladen? Natürlich darfst du das. Genau, ich glaube, wir können. Ich habe immer noch keine Palmenblätter. Ich glaube, wir können. Ich habe vier, aber. Wir können gerne. Dann kannst du jetzt mal auf I drücken. Mhm. Und dann gehst du quasi auf diese Schraube. Ja. Und kannst dann quasi ein Seil erstellen, theoretisch. Ich brauche, genau, zwei Palmblätter. Okay, soll ich zwei machen? Eins für dich? Oh, das wäre erotisierend. Oh. Aber fühl dich zu nichts gezwungen. Bin ich so nett? Da vorne ist übrigens eine Insel. Ich bin es nicht gewohnt, mit netten Leuten zu spielen. Okay, ich kann dir ein Seil geben, wenn du möchtest. Okay, das wäre sehr nett. Aber ich weiß aber gerade auch nicht, wie du es mir geben kannst. Dann kriegst du es später. Doch, warte mal. Doch, ich glaube, du kannst es, genau, du drückst einfach auf I und dann kannst du es mir raushauen. Aha. Ich habe schon zwei. Hä, wieso habe ich zwei Seile? Ich habe schon zwei tatsächlich. Komisch. So, ich erstelle jetzt mal einen Hammer. Guck mal, Ju, ich schenke dir einen Hammer. Hier, ist ein Paket hinter dir. Warte, ich wollte diese Milch noch. Ah, okay, die Milch habe ich nicht bekommen. Diese Milch. So, ja, du hast ein hier, Seil. Hier, da ist ein, da hinten, unter dir ist ein Paket. Ah, ja. Genau. Okay, ich habe einen Hammer. Mit dem Hammer kannst du jetzt theoretisch. Geil, dann können wir größer bauen. Ja. Yes. Mega cool. Dann brauchen wir okay. Noch ein bisschen mehr Shit. Ich habe das komplette Spiel verstanden. Sehr schön. Wir können auch gleich auf diese Insel da vorne und da müssen wir richtig geiern. Okay. Sehr gut. So, die Milch ist meine hier. Sehr, sehr gut.
Macht ja übel Spaß. Also, wir haben noch nicht mal angefangen, aber... Das ist voll beruhigend, ey. Da wird man richtig süchtig. Später können wir auch noch Pflanzen irgendwie ernten und selber sehen. Und man kann sich Betten bauen. Das wird noch richtig geil. Aber... Ich würde jetzt mal ganz kurz rüberspringen. Ach, wir können schwimmen. Wünsche mir Glück. Genau. Darf ich auch mit? Ich ja, habe gerne. Angst hier auf dem... Da ist ein Hai hinter komm, dir. Komm. Ein Hai. Oh Gott, ein Hai. Ich rette dich. Moment. Oh mein Gott, Hilfe. Oh, das war dumm, oder? Nein, oh, holy shit, schnell. Oh mein Gott, schnell. Aber der kann nicht aufs Ufer, guck mal, der kann hier nicht weiter. Gut. Ich gehe zu dem Hai. Oh, sorry, dieser Bastard. Wow, okay, der kommt doch aufs Ufer, der kann gehen. Oh, ach, mit fuck. Shift laufe ich, okay, perfekt. Genau, sammel alles ein, was du findest und renn. Das ist ein Insel heißt, okay. Kann ich das nehmen? Sammel ein, was du kriegen kannst. Ach so, aber mit E dann einfach, ne? Ich muss jetzt nichts ankern die ganze Zeit hier. Kann ich hier rüberspringen? Oh, scheiße, wir haben keine Axt. Ich fühle mich so nackt. Wir müssen auf unser Floß nicht verlieren. Ne? Ach du Scheiße, ich bin so RIP. Wo ist denn unser Floß? Ach du Scheiße. Das was machen wir da jetzt? Da hinten. Oh, wir müssen schnell los. Komm. Okay, ich komm. Das war sehr dumm von mir. Ja. Sorry. Okay, wir müssen jetzt schwimmen. Kann sein, dass einer umkommt, aber ist glaube, egal. Ich schwimme gerade schon. Okay, sehr gut, ich auch. Und ich der bin Hai, in so einem Spalt gefangen. Das ist nicht schlimm, der Hai wartet auch schon auf uns. Aber mich hat er noch nicht beachtet. Ich glaube, er schwimmt gerade zu dir. Ja, einmal Spiel mit Profis. Da ist auch der Hai, aber ja, der sieht nicht aus. Der attackiert mich gerade. Ja, aber der schwimmt gerade nach unten. Gibt es mehrere Haie? Es gibt nur einen Hai immer, ne? Ich hoffe, es gibt nur einen. Okay. Niemals schwimmen gehen mit Gnu. Wo? Ach, da bist du. Okay. Ja. Schwimm. Wo bist du denn? Ich schwimme gerade auf den Hai zu. Weil ich muss ja zu dir kommen, aber der Hai ist halt unter dir. Ich glaube, es sind tatsächlich zwei. Ah, ne, er kommt zu dir, ich sehe es gerade. Wow, okay, kann ich es nehmen? Ich nehme noch die Planke mit. Schwimm. Ach, ich kann auch schwimmen und die Sachen einfach nehmen. Ist ja easy, ist ja viel besser. Ja, das kriegen wir hin, das schaffen wir überleben das. Kann man diese Möwen hier auch angeln? Nee. Ich mach mir jetzt auch gleich mal noch einen Hammer. Ich habe einen Hammer, aber den brauche ich. Okay. Dafür brauchen wir Bretter, genau. Ne? Ich gucke jetzt nur, dass wir schnell uns ein bisschen größeres Floß machen, weil dann können wir mit den interessanten Sachen anfangen. Und noch ein Seili brauche ich. Genau, so ein paar Palmblätter sammeln und dann machen wir das Floß mal ein bisschen größer. Kann ich jetzt was bauen hier? Yo, guck mal, was ich gemacht habe. Oh geil, genau, mach's gerne größer. Geht nicht, hab nichts mehr. Okay, dann holen wir noch ein paar Planken, dass wir das ein bisschen ausbauen. Das ist jetzt erstmal das Ziel, Floß erweitern. Ja. Weil der Hai wird uns später noch Teile wegfressen und dann halt Betten bauen, essen, brauchen Essen, trinken, kann es sich dann alles später machen. Das wird jetzt richtig cool. Ich nehme an, der Hai kann immer wieder respawnen. Ja, der Hai kann wieder respawnen. Moment, warte mal kurz. Na. Mehr Milchpackungen hier. Geil. Ich habe das Spiel... Verstanden. Wäre eine sehr... Ja? Ich habe gerade nur eine Brühe, hat mir mein Freund gebracht. Das fand ich ganz süß gerade. Eine Brühe? Bist du krank? Eine Brühe. Nö. Ich ernähre mich nur gern wie eine Oma. Du ernährst dich gern wie eine Oma? Ja. Hey, mein Haken ist jetzt hier am Floß und ich krieg's nicht mehr zurück. Ach so, doch. Echt? Doch, genau. Ja. Wenn du dich hinsetzt, geht's dann meistens. Genau, sehr gut. Okay, so. Was ich übrigens voll spannend finde, ne, dass du Breakdance. Ich bin ja voll der Breakdance-Suchti und habe auch schon früher, ich glaube, bevor du sogar mit YouTube angefangen hast, so Breaker-Videos gesehen von dir. Ey, das ist... Ich finde es so cool, wenn man das kann. Ich habe auch mit Breakdance angefangen, aber ich bin einfach nicht dafür gemacht. Aber das Problem ist, ich bin kein Breakdancer. Du verwechselst mich mit einem Julian Bam von 2016. Oder 2000, ja, genau. 2006. Ich kann es gar nicht mehr. Echt? Doch, du hast doch schon mal ab und zu voll die Moves noch gemacht. Ach, ich kann vielleicht noch mal hier so einmal auf der Hand stehen, dann breche ich mir vielleicht was, aber das war es dann auch, ne? Aber ist schon krass, oder? Also ich finde es unfassbar cool, wenn man das kann. Ich würde mir so wünschen, dass ich damit eher angefangen hätte. Aber ich krieg natürlich gar nichts mehr hin, ne? Also das ist, kannst du ja vergessen. Ja, ey, du bist es Fulltime-Job. Ja, muss ja die ganze Zeit im Training bleiben, sonst... bringt gar nichts. Verlernst halt, als du doch so weh an den Handgelenken, dann machst du es halt mal einen Monat nicht mehr, dann kannst du direkt wieder von vorne anfangen eigentlich. Ey, was ich mir da alles geholt habe an Verletzungen. Ja, war das glaube ich, ey. Bandscheibenvorfall. Ist auch voll gefährlich, oder? Auch teilweise. Ja, kommt immer drauf an, was du machst natürlich, ne? Wenn, es gibt ja so, ich weiß nicht, wie weit du in dieser Materie drin bist, aber es gibt ja so Styles, Top Rocks Power und Mover sowas. Sind halt, ja. Genau, ich war ja immer Power Mover. Das ist das Geilste überhaupt. Das ist so cool. Ich finde ja auch diese Minzi, die kennst du ja, glaube ich, auch. Minzi. B-Girl Minzi.
Cindy Martinez, die war auch bei den Flying Steps, die macht halt auch so coole Sachen. Ich finde das ja super, super geil einfach. Also Credits an alle, die es können. Generell tanzen finde ich geil. Ich bin halt immer zu groß und schlaksig, deswegen sieht es bei mir generell aus wie ein Lulatsch, aber Leute, go for it. Es gibt so krasse, große Lulatsch-Tänzer. Echt? Ja. Dazu gehöre ich aber nicht. Die haben dann meistens so lange Beine, dass sie halt sehr krass Power-Moves ziehen können. Boah, das sieht halt dann schon episch aus. Ja, voll. Da komme ich mit meinen kleinen Beinen nicht so. Was war für dich der schwerste Move? Stimmt es, dass Headspin am schwierigsten ist oder sind Flares und Airflares Ich habe Headspin nie geübt, weil ich bin dann doch ein bisschen zu eitel gewesen und dachte, wenn ich jetzt ein Loch im Kopf habe, so haarmäßig, so mönchmäßig. Ach, ist es so? Ja, mega krass so. Mit Mütze auch? Auch mit Mütze. Da ist ja eine extreme Reibung und Kontaktdruck und sonst was auf dem Kopf. Oh, es wird nachts. Krass. Was passiert jetzt? Ja, jetzt wird's gruselig. Also es kann auch richtig einen starken Wellengang geben, gell? Also ich versuche gerade nur so viel, noch ein bisschen größer das Flossi zu bauen. Guck mal, ob du mit deinem Hammer noch was machen kannst. Ach ja, stimmt, komplett vergessen. Ich bin nur noch hier am Zack, Zack. Genau, machen wir das ein bisschen größer. So, müssen wir pennen hier im Spiel? Eigentlich ja, aber wir müssen jetzt erstmal, also wir kriegen später auch noch ein Bett, dann können wir zum Beispiel sagen, hey, wir pennen jetzt über die Nacht, weil da siehst du halt nicht viel. Und ich habe links 3 Lebensanzeigen, aber ich muss was trinken, ich muss was essen und ich habe meine Health-Anzeige, die wieder aufgeladen ist, obwohl der Hai mich 3-mal angebissen hat. Genau, ich habe extra einfach gestellt, also wir könnten auch normal stellen, dann ist es schon echt knackig, würde ich sagen. Aber ich dachte, für den Anfang machen wir es mal einfach. Mhm. Genau, deswegen eigentlich geht die Health-Anzeige dann auch nicht mehr hoch, da musst du dich dann auch wirklich mit Kräutern und sowas heilen. Aber wir machen das jetzt erstmal so. Entschuldigung, gell, später hassen wir uns so, wenn wir uns nicht einmachen. Ich merke schon, es geht los. Später arbeitet jeder nur noch für sich so. Wir bauen zwei Flossen. Essen. Oh ja, und um das Essen werden wir uns streiten. Ey, hast du die Sachen einfach so aufgehoben mit E jetzt gerade, wenn die so nah kommen? Genau, die kannst du auch mit E dann, genau, sehr gut. Sehr gut, wir werden größer. Das ist doch eine schöne Breakdance-Platte, mach mal ein paar Flares. Hui. Oh nein, guck, jetzt wird der Wellengang ein bisschen ätzender. Ja, ich merk's. Das ist ein Problem für uns, oder? Nö, ich wollte es nur anmerken, dass ein bisschen die Stimmung sich auch. Oh, der Hai ist schon wieder da. Ich bin ins Wasser gefallen. Und ich werde sofort angegriffen. Also der Hai ist ja komplett aktiv am Start. Wow, meine Güte. Holy shit, ich bin unter Fluss. Lass dich treiben. Du musst jetzt so, treiben, okay. Das heißt, je mehr ich mich bewege, desto mehr falle ich ins Wasser, in die Tiefe des Wassers. Nee, aber du warst direkt unter dem Fluss und da das Fluss über dich drüber gefahren ist, bist du nicht. Okay. Und nicht weitergekommen. Boah, richtig Panik gerade gehabt. Ich hab's gemerkt. Ist auch eklig, wenn der scheiß Hai kommt. Und später haben wir dann tatsächlich auch die Möglichkeit, gerade solche Inseln mit Paddel anzusteuern. Und dann haben wir auch einen Anker. Deswegen, eigentlich hätten wir vorher noch gar nicht auf die Insel jumpen sollen. Aber egal. Okay. Wie lange streamst du jetzt eigentlich schon auf Twitch? Ein ganzes Jahr, aber jetzt letzten Monat super wenig einfach. Wegen Netflix. Ach so, bei mir sind es 11 Monate. Ich bin jetzt auch bald ein Jahr dabei. Wie die Zeit doch rennt. Echt? Ach, ich dachte, du streamst viel länger schon? Nö, ich war immer noch auf YouTube. Ach krass. Ich war immer noch ein YouTube-Kid. Ich bin ja noch gar nicht drin. Mich kennt doch auf Twitch eigentlich noch keiner. Ah! Oh, der Hai! Ja, der beißt hier rein? Okay, das ist... Also, aber guck mal. Zack. Hat er nicht gedacht, ne? Hat er nicht gedacht. Damit hat er nicht gerechnet. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich glaube, wir können sogar langsam uns mal Gedanken machen über Fressi. Ja. Und zwar brauchen wir noch ein bisschen Kunststoff. Ich würde sagen, wir looten jetzt ganz viel und dann machen wir uns erstmal Wasser. Dann createn wir uns eine Tasse und dann machen wir uns so ein bisschen Wasserzeugs ready. Und dann können wir trinken, was... Okay. Es regnet. Es ist stürmisch. Es ist stürmisch und da hinten ist eine Insel, eine Pirateninsel mit ganz viel Gold vielleicht. Oh, erzähl mir mehr. Wir könnten, also du könntest da hinschwimmen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, da komme ich nicht hoch. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich mag nicht. Dann nicht. Ey, aber schnell vor Real Life, so auf dem Floß. Ich glaube, da wäre man nicht so lustig drauf, oder? Mit so einem Hai. Ich würde durchdrehen. Also ich bin ja generell so, ich liebe es zwar mehr, aber nur, wenn ich auf den Boden schauen kann. Oh ja. Ich war einmal tauchen und das war die Hölle. Wo? In Thailand. Ach echt? Ja. Ach, hast du einen Taucherschein gemacht? Nee, ich habe einfach nur getaucht, geschnorchelt habe ich. Nee, ich war, okay, sorry, jetzt packen sich alle wieder ab. Commander Krieger Community kommt jetzt auf einmal. Nein, ich war nicht tauchen, ich war nur schnorcheln. Ach, schnorcheln, ja, schnorcheln ist geil. Aber meine Angel auch ist da, oh nein, die musst du dir jetzt auch noch neu machen, weil die wird auch verbraucht. Warte, und zwar Plastikhaken. Ich brauche noch ein bisschen
Ach, schau mal einer an. Ja, ich bin da so, so Survival-Guide. Was hast du beim Schnorcheln erlebt? Ganz harte Korallen, die abgestorben sind, aber super steinig waren und meine ganzen Füße aufgeschnitten haben währenddessen. Oh, während ich das Gefühl hatte, ich bin die ganze Zeit am Ertrinken, kann nichts machen, weil je mehr ich mich bewege, desto mehr versinke ich einfach in den Boden, in mehr Korallen rein. Fische gesehen, wo ich dachte, was sind das für Fische? Sind das Fische, die mich halt eher essen könnten? Also ich hatte echt Panik die ganze Zeit im Wasser. Ich habe es gehasst einfach. Ich bin einfach nicht so ein Typ. Ich habe mega Angst vor Wasser, ja, alles freie Meere. Ja, ich verstehe Meere. Das. Thalassophobie. Nennt man das so? Hat das einen Namen? Ich dachte, ja. Das heißt einfach nur Angst. Also besonders vor Tiefen, also vor der Dunkelheit der Tiefe. Das heißt halt Thalassophobie. Das habe ich zum Beispiel. Ich gehe nämlich schon gern schnorcheln, aber auch, wie du sagst, ich finde halt, wenn ich dann einen Stein sehe und da so eine riesen fette Muschel, die einfach, wenn mein Fuß in die Nähe kommt, zuschnappt, dann drehe ich halt durch. Und ich wurde auch schon mal von einem gemeinen Picasso-Fisch, hieß der, richtig gejagt und gebissen. Also das Picasso-Fisch? War echt schon... Ja, gemeiner Picasso-Fisch hieß der auch noch. Ach, der heißt wirklich so? Ja, und der hat mir richtig wehgetan. Also das ist, ich weiß nicht. Und wir waren jetzt ein Jahr in Australien. Und warum seid ihr wieder zurück eigentlich, by the way? Weil mein Freund nur ein Jahr dort quasi gearbeitet hat. Und ich dachte mir halt, hey, ich mache YouTube. Ich kann von überall aus ab. Da muss ich mit. Und das habe ich alles versaut. Ich bin gleich da. Okay, da war er wieder, der Picasso-Fisch, liebe Freunde. Ey, guck mal, ich kann angeln einfach in jedem Spiel gut, oder? Guck mal, wie viel ich mittlerweile habe. Ist es die Brühe? Die Brühe? Das ist eine Hühnersuppenbrühe. Das stinkt schön nach Fischi hier überall. Genau, also ich war quasi nur ein Jahr da, weil er dort ein Jahr gearbeitet hat. Und ich dachte mir, hey, ich wollte unbedingt schon immer mal nach Australien. Und das ist jetzt die Chance, weil man weiß ja bei YouTube nie, wie lange es läuft. Ne? Und ja, deswegen waren wir nur ein Jahr. Es war geil, aber wir hatten halt echt leider das Problem, dass wir halt einmal das Buschfeuer komplett miterlebt haben und halt dann noch Corona. Und in Australien ist halt Corona nochmal was ganz anderes. Also da bist du richtig hart bestraft, wenn du rausgehst. Wir waren dann quasi einen ganzen Monat im Sommer in der absoluten Hitze in unserem kleinen Shoebox-Apartment eingesperrt, konnten nicht zurück und da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Oha, okay, krass. Aber... in Australien ist halt wirklich auch krass bezüglich den ganzen Hai-Zeugs. Da gibt es halt eine Hai-App und in dem Jahr, wo wir dort waren, sind halt 7 Menschen schon an Haiangriffen gestorben. Deswegen habe ich es da eh gehasst, ins Meer zu gehen. Das klingt ja alles nur schlecht, gell? Was du gerade gesagt hast. Weil meine Cousine lebt da. Ach echt? Ja, da ist so Singapur und Australien. Es ist immer ganz viel Singapurer reisen immer nach Australien. Ja, ja. Ich habe da auch voll viele Leute kennengelernt. So cool. Das ist nämlich das Nächste, was ich sagen wollte, was ich mega geil finde, sind die Menschen. Einfach, dass zum Beispiel Menschen in verschiedensten Religionen quasi zusammen an einem Tisch sitzen. Man toleriert alles. Auch quasi Leute, die homosexuell sind, laufen einfach offen auf der Straße Hand in Hand. Das ist mega tolerant alles, hat mir so gefallen. Die sind so herzlich und offen und auch wirklich freundlich. Die sagen das nicht nur so wie die Amis. Ach krass. Die meinen es auch so. Also es lohnt sich schon nach Australien zu gehen, aber ich würde dort nicht leben wollen. Sagen wir es mal so. Und vor allem nicht schwimmen. Yeah! Oh fuck. Ich habe was getrunken, aber ich habe immer mehr Durst. Oh nein, du hast... Ich habe Salzwasser getrunken. Das ist ja schon wieder fast süß. Ich habe Salzwasser getrunken. Ich sterbe, ich verdurste gerade. Das sieht gerade nicht gut aus bei mir. Nein, nein, ich habe zweimal Salzwasser getrunken. Ich habe Haifischpisse getrunken. Was mache ich? Ich sterbe. Warte. Ich sterbe. Gnu, rette mich. Hast du Kunststoff? Ich kann dir noch das Leben retten, wenn wir jetzt schlau vorgehen. Ob ich Kunststoff habe? Ich habe Kunststoff, 3 Stück, ja. Gib mir. Oh, sehr gut. Und wir müssen jetzt noch einen Kunststoff holen. Nur so kann ich dir das Leben retten, Ju. Wie gebe ich das ab? Auf I. Nicht ins Buch schauen. Konzentrier dich. Schau mich an. Ich sehe gerade, du wirst bewusstlos. Wir müssen uns jetzt beeilen. Einmal I drücken und dann schmeißen wir das raus. Ja, hier. Sehr schön. Da holt man nur mal schnell ein Handtuch für seine Brühe und du trinkst schon... Habe ich dir Kunststoff gegeben? Trickst du mich jetzt aus und hast mir alles genommen? Genau. Nee. Gib mir all deine Items, bevor du stirbst. Wir brauchen noch ganz schnell einen Kunststoff. Dann kann ich dir was zu trinken bauen. Oh, das wird sehr knapp gerade. Komm, scheiß drauf, ich hol's. Nein, ich angel das. Hey, ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass wir einen auf einfach spielen. Und ich sterbe schon. So, jetzt kann ich hier einfacher Reiniger erstellen. Ich habe ihn erstellt. Ich kann es jetzt platzieren. Moment. Ich werde jetzt platzieren. Und zwar hier. Guck. R. So. Aha. Da tust du jetzt Wasser rein. Und zwar Salzwasser. Ganz schnell. Okay, mache ich. So. Und dann warten wir, weil es reinigt sich quasi durch das Blatt oben. Und dann kannst du es trinken. Und dann hast du überlebt. Ich habe aber sehr wenig Leben. Ich weiß nicht, was mit mir noch passieren wird, aber ansonsten... Das wirst du schaffen. Ansonsten ich glaube, du schaffst das. Übergib das meinen Kindern hier. Genau, deiner mehr, Community. Dein virtuelles Shirt mit der 1 drauf.
Ich weiß ja gar nicht, wie ich aussehe. Du hast auch eine 1 drauf. Du hast Brüste. Reicht das? Ich habe Brüste. Ich bin eine Frau. Ja. Okay. Ich habe mal wieder den Mann gekriegt. Das ist ja mal wieder typisch. Bist du ein Mann? Nee, du hast auch Brüste. Ich. Ach echt, das höre ich das erste Mal in meinem Leben. Nein, Spaß. Ja. Geil. Wow, endlich nennt mich mal jemand eine Frau. Ich kann es trinken. Nein. Ja, warte. Schnell. Trink, schnell. Genau. Sehr schön. Nein, ich habe wieder Salzwasser getrunken. Nein, auf meiner füll Tasse. Auf da, schnell, füll auf da an der Seite. Ja, füll auf, okay. Und trink. Ja. Trink. Oh mein Gott. Sehr gut. Direkt nochmal Wasser rein und mir geben, weil ich sterbe auch gleich. Weißt du, nein, ich habe wieder Salzwasser getrunken. Jetzt for real. Ich habe es nicht eingefroren. Oh mal, mein Gott. Willst du dich gerade selber hinrichten? Es ist ich so bin, schlimm, ich sterbe. Mit mir zu spielen. Ich hasse Salzwasser. Oh, ich auch. Das ist wirklich widerlich. Okay, ich habe ich null. Hasse es auch. Also bei mir ist Wasser bei null quasi. Und mein Leben. Oh, echt? Geht okay, dann musst du jetzt gleich gut. Unbedingt. Du siehst schon ganz dehydriert aus. So, das Wasser ist für dich. Oh, das ist aber nett. So, und du kannst jetzt gerne noch mal ein bisschen hier Kadett einsammeln, ne? Jetzt nicht ausruhen hier. Ja, mache ich sofort. Aber wenn du das Wasser trinkst, fülle ich sofort wieder auf. Ich denke so das direkt. Das Problem ist, in ich habe halt keinen Becher. Das heißt, du müsstest mir deinen Becher geben. Hast du ein Problem, deinen Becher mit mir zu teilen oder ist das noch zu intim? Ja, zu Corona-Zeiten ist es schwierig, würde ich sagen. Ach komm, virtuell. Zack, das ist der Becher. Sehr schön. Dankeschön. Yeah, ich muss nicht sterben. So, ich kriege aber langsam richtig. Hunger im Spiel. So, ich fülle schon mal auf hier mit Salzwasser und dann gebe ich dir auch wieder dein Becherchen zurück. Deinen kleinen Julienbecher. So, dann würde ich jetzt sagen, dass wir jetzt noch, ich habe keinen Haken. Ich brauche irgendwie Kunststoff. Brauche nochmal so einen dummen Haken, Plastikhaken. Ey, dir dann hol dir selber Kunststoff. Hast du noch einmal Kunststoff? Bitte, Mann, ich bin auf Pumpen, Mann, Bodi. Ja, okay, warte. Nein, ich wollte nicht 4 geben. Warte, ich gebe dir, jetzt geilst du mal nicht. Warte, ich gebe dir auch hier wieder alles zurück. Genau, weil wir werden jetzt ganz viel sammeln. Dann bauen wir uns eine kleine Kochstelle und da fressen wir dann. Okay. Ah, genau, ich habe hier noch was für dich zu essen. Guck mal, warte mal. Hier. Eine rohe Rübe. Sicher, dass sie nicht vergiftet ist. Ja, oder magst du lieber diese saftige Melone haben? Oh, mein, wo hast du die denn her? Die habe ich mir jetzt gerade wirklich wortwörtlich aus dem Arsch gezogen. Ich weiß es nicht. Hä? Was können wir denn Cooles bauen? Hier ist eine rohe Kartoffel. Die werden wir wahrscheinlich dann gleich braten, weil sie ist ja noch roh. Genau, die können wir gleich braten. Brauchen wir einen Forschungstisch, liebe Freunde? Nötig, um neue Gegenstände zu erforschen. Ja, das ist schon ganz cool. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen erstmal Foodie. Wir müssen uns ein Segel bauen. Genau, das kommt dann noch alles. Jetzt gehen alle ab mit ihrem Ehrschalt, halt so Kacknoobs. Haiköder. Nee, besser nicht, ne? Eine Angelrute vielleicht? Ja, angeln. Genau, wir müssen angeln. Ganz wichtig. Du angelst und ich mache die Kochstelle fertig. Ich bin sehr gut in Angeln. Ich muss aber auf Seile. Sehr schön. Kannst du angeln? Nee, also in Spielen kann ich generell angeln. Ist das cool? Nee, ne? Das ist auch cool. Das ist auch akzeptiert. Wer braucht schon im echten Leben angeln? Das ist richtig. So, dann hole ich mir mal eine Angel. Ein Segel brauchen wir und einen Speer. Ich angel. Brauche ich einen Köder oder irgendwie? Oder? Nee, einfach nur angeln. Das passt, glaube ich. Oh, ich habe was. Sehr schön. Was hast du? Ist da was? Hä? Ich glaube, du kannst immer, genau, so manchmal, ja, du hast einen Fischi. Habe ich einen Fisch? Ja, ich habe einen Fisch. Ja, sehr gut. So, Moment, ich gucke mal, ob wir schon was ich habe einen roher Buntbarsch. Oh, wir können was zu essen machen. Womit? Wie? Ich habe was gekauft, warte mal. Ich habe doch jetzt einen Grill gerade gemacht. Wo zuerst ist denn der Steuerrad, jetzt? Damit ihr zur Inseln steuern könnt. Oh, das klingt gut. Das genau, find ich cool. Ey, das Spiel macht ja mega Bock. Das mega macht voll Bock. Süchtig. Mega. Hier, kannst du jetzt deinen Fischi drauflegen. Mhm. Ach man, der scheiß Hai schon wieder. Pflanze. Der Hai ist wie so ein Hater, gell? Der einen die ganze Zeit begleitet. Wie ein Hater. Ich habe gestern einen Hater entdeckt, der hat ernsthaft 5 Wochen lang unter jeden Kommentar, den jemand aus meiner Community unter Videos abgegeben hat, drunter geschrieben, wie scheiße ich bin. Ich möchte nur mal anmerken, wie viel Lebenszeit der darin investiert hat. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, der hat so sein Hobby gefunden, ne? Der hat so sein... Ja. Saftiges Nu, die mache ich fertig. Das ist ja vielleicht auch so eine Art Meditation für ihn, ne? Weil der hat vielleicht einen stressigen Alltag. Wahrscheinlich so nach der Arbeit erstmal Dampf ablassen. Ja, wieso nicht? So, ich kann auf jeden Fall noch kein Steuerrad bauen. Schild, Kalender, Ablage. Ein Paddel, Säge, eine Wimpel, ein Wurfanker. Eine Wimpi. Ich würde sagen, Holzspeer. Ich verhungere gleich. Ich geier mal. Darf ich geiern? Was heißt geiern? Also mir Sachen wegnehmen oder was? Nee, es bedeutet, ich werde dir gleich den Fisch wegfressen, weil ich bin jetzt gleich am Arsch. Oh, ja, nimm. Gönn du dir. Auch? Wie sieht's mit deinem? Waren die Zwiebeln waren besser, oder? Als das, was ich hatte. Nee, die haben sehr wenig gegeben, aber trotzdem bin ich hier sehr dankbar, weil es hat mein Leben gerettet. Die Furzerei kommt dann nachts. Ich angel mal ein bisschen so. Ja, genau, angeln, damit wir Foodie haben und ich hole noch ein bisschen Material. Ich gönne mir jetzt diese leckere Ofenkartoffel, also Grillkartoffel meine ich. Boah, die sieht lecker aus.
Oh, ist richtig geil mit Quark. Aber hat nicht viel gebracht. Da merkt ihr, Leute. Echt? Esst weniger Kartoffeln. Nee, keine Ahnung. Ist wir müssen, glaube ich, auch noch mehr angeln. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch viel, viel, viel mehr angeln. Angeln ist mein Stichwort. Ja, ich mache auch mal ein bisschen mit. Ach, du hast auch eine Angel jetzt? Ich habe jetzt auch eine gemacht, genau. Ich glaube, da sind wir schneller, wenn wir es zu zweit machen. Okay. Wir brauchen auch noch einen Anker. Wir brauchen noch so vieles. Wir brauchen so vieles. Wir sind so am Anfang. Ist der fertig? Planke platzieren. Ah, jetzt braten wir den. Guck mal, der Fisch ist für dich. Oh, das ist aber nett. Ein Fischi! Können wir noch einen Grill machen? Ja, würde ich auch sagen. Wir brauchen zwei Grills und zwei Wasserstellen. Ich mache das mal kurz. Warte, ich glaube, ich habe noch genug. Krass, wie hast du es so schnell gebaut hier? Ich habe einfach nur gelootet. Okay, guck mal hier. Mache ich mal direkt, fülle ich mal direkt auf. Dann habe ich hier zwei Fische. Zack. Sehr schön. Fischi, Fischi, Fischi. Ah, hier ist schon einer? Oh, gebraten. Sehr geil. Schön mit den Gräten rein. Oh, der hat schon gegessen. Ah ja. So. Ja, trinken läuft. Läuft, läuft, läuft. Sehr gut. Und ich würde sagen, als nächstes können wir uns fast noch eine Schlafstelle bauen, weil dann können wir nämlich die Nacht skippen. Und dann würde ich sagen, Segel, Anker, alles, was wir brauchen, um... Ach, jetzt kommt die Drecksau da schon wieder an. Warum skippen wir die Nacht, wenn wir eigentlich arbeiten könnten? Workaholic-Frage. Wir sind nicht im echten Leben, Ju. Okay, okay. Es ist kein YouTube hier. Warum ist der Fisch nicht da drauf? So, ich brate mal. Also so ein Holzfloß und da so ein Lagerfeuer, ne, so ein Grill, ist natürlich auch gar nicht gefährlich. Vor allem das Wichtigste, weißt du, uns scheint die ganze Zeit die Sonne ins Gesicht. Das ist natürlich nicht so wichtig. Wir brauchen keinen Sonnenschutz. Das stimmt eigentlich, ja. Erstmal eine Runde Hautkrebs. For free. Okay, ich würde mal sagen, ich baue doch mal hier ein bisschen größer. Für ein Bett. Sehr schön. Bau uns aus. Ich bin, ich habe gerade hier ein Achievement bei Steam. Ich bin ein Beginner-Builder. Oh, ein Noobie also. Wie meine Mom hat nie geglaubt an mich. Sie hat gesagt, du wirst niemals ein Beginner-Builder. Kannst sie ja nachher schreiben. Ich bin ein Beginner-Builder. So, für den Plastikhaken brauche ich Kunststoff, aber ich wollte doch Kunststoff holen mit dem Plastikhaken. Ein riesiges Dilemma auf jeden Fall. Ach, das ist ein Drama. Ja, das ist es auch. Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Nein, du musst schnell hoch. Nein, schnell. Boah, im Sprung hat er mich noch gebissen. Was ein hungriger Bastard hier. Speer für Hai, Speer für Hai. Oh nein, er hat uns schon voll viel... Ach, du baust dich aus. Ach, das ist aber liebenswert von dir. Ja, ich bin ein Beginnerbilder, bin ich halt, ne? Ein richtiger Beginnerbilder. Ach, jetzt habe ich mein Plastik wieder vergeudet für den Bau. Ich bin auch so organisatorisch der Hit. Ja, das Plastik ist schon echt... Ihr braucht im echten Leben wären wir wahrscheinlich nur voll mit Plastik, weil im Meer nur Plastik gibt. Im echten Leben wären wir hier am Heulen, würde ich mal sagen. Das glaube ich nicht, ey. Meinst du? Sowas nicht. Nein, ich würde heulen. Das wäre für mich das absolute Drama. Also ich glaube, irgendwo gestrandet sein. Und ich glaube nicht, dass ich mit einem blöden Palmenblatt, das mir entgegenkommt, was anfangen könnte. Okay, ey. Und alleine so ein Seil zu erstellen, würde ja schon mal 100 Jahre brauchen. Bis wir auf immer eine Angel gebaut haben oder bis wir auf die Idee kommen, eine Angel zu bauen, sind wir 80 Jahre. Also ich glaube, ich würde dich einfach aufessen. Meinst du? Aber was, wenn ich dich zuerst aufessen würde? Das könnte auch gut passieren. Dann würden wir uns jeden Tag einen Teil teilen. Heute ist mein Bein dran. Ist heute wieder der Tag? Ja, Tag des Beines habe ich heute wieder. Genau. Okay. Ey, du kannst hier einen Fisch essen, by the way. Nimm du den großen. Das ist aber nett. Wo ich schon anfange, dass ich sage, ich würde dich essen. Ja, deswegen sage ich ja, iss mal lieber hier ein bisschen Fisch, bis auf andere Gedanken kommen. So. Habe ich jetzt, ich brauche noch ein Plastik. Ein Plastik, komm. Dann brauche ich mir einen Haken. Komm her. Ja. So. Wunderschön. So, und auch immer wieder schön alles nachfüllen. Und dann kannst du immer wieder gucken, ob unten genug Planken drunter sind, dass auch quasi das Wasser und alles kocht. Mhm. So. Den muss ich dir leider wegnehmen. Ja, ist nicht schlimm. Ich nehme mit den hier einfach. Ich würde sagen, sollen wir mal ein kleines... Was sollen wir als nächstes machen? Ein Beet oder ein Segel? Ich glaube, die Leute haben irgendwie Bock, dass wir schon auf Inseln gehen. Genau, also... Vielleicht aber auch die Werkbank. Ich bin mir nicht so sicher. Also, Steuerrad habe ich gerade eben noch gelesen gehabt, was Sinn macht, damit wir auf Insel kommen. Da müssen wir nicht so viel schwimmen vielleicht. Mhm. Und dann halt auch noch ein Anker, oder? Vielleicht, oder? Genau, Segel, dann sind wir schneller wahrscheinlich. Und ein Anker vielleicht, damit das Floß nicht wegschwimmt, dann müssen wir sonst wieder an einem Hai vorbei. Okay, dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt ein Segel und du einen Anker. Da sind wir schon mal ganz gut dabei. Falls der Anker halt was bringt, Speer für Hai, ich glaube, der Hai ist jetzt erstmal kein Problem, Freunde, oder? Ja, der kommt ja ganz selten. Ich glaube, das können wir uns noch aufsparen. Ich habe ein Segel gebaut. Aber den können wir dann, glaube ich, auch essen, gell? Also wir kriegen dann richtig geiles Haifleisch. So viel zum Thema. Hai-Fleischi.
Ja, klar will der Chat Speer, weil die nur wollen, dass wir den Haikopf nachher rumtransportieren. Ich kenne euch kleinen Sadisten doch. Ich habe ein Säge geöffnet. Nee, yay. Ich habe ein Säge gebaut. Yay. Und jetzt? Ach, du hast schon eins gebaut? Ach, wie geil. Ja. Wow, das Ding scheppert hier aber richtig, dieses Floß. Ich habe ein bisschen eine Seekrankheit. Ja, oh Gott, ja. Okay, jetzt können wir quasi gucken. Wir können quasi noch so eine kleine Fahne errichten, weil wir sehen jetzt ja gerade noch gar nicht wirklich, wo überhaupt der Wind lang geht. Aha. Deswegen gucke ich mal ganz kurz. Ah, einfach drehen, ja. Genau, ja, auf R kannst du drehen. Genau, wir schwimmen gerade auf jeden Fall gut weit weg. Ich glaube, wir brauchen auch einen Forschungstisch, weil mit dem können wir noch viel mehr geilen Scheiß machen. Okay, wo ist ich denn? Bin ach, Wurfanker. Stark. Okay, ich mache einen Wurfanker. Komm, ich kann das jetzt machen. Dann machen wir das jetzt. Ach, kannst schon bauen? Ja, bevor die uns den Kopf abreißen. So, einen Wurfanker. Speere und Netze. Wunderbar. Netze wahrscheinlich auch für viel Fisch, ne? Netze für Treibgut. Mach mal einen Speer. Ihr braucht den besten Metalldetektor. Alles klar. Wo baue ich den? Netze sind auch gut, weil die Netze sammeln quasi das ganze Zeug irgendwie selber ein. Also das heißt, dann müssen wir eigentlich gar nichts mehr selber einsammeln. Klar, schon noch ein paar Sachen, aber zum Beispiel die Kissen, alles, die schwimmen jetzt ja direkt auf uns zu. Die können wir dann quasi im Prinzip einfach direkt ins Netz reingehen lassen und müssen es nur noch einsammeln. Aber ich kann kein Netz bauen. Musst du auch noch nicht. Soll ich mal so einen Forschungstisch? Kann ich auch nicht bauen. Ich brauche Schrott. Ja, das genau. Den bin ich auch gerade am Bauen. Den Forschungstisch will ich als nächstes machen. Was weil brauchst ich auch du denn so viele dafür? Ich brauche für den Forschungstisch. Du bist schon voll drin im Game, merkst du das? Ja, ich habe nämlich einen Schrott. Ich glaube, das brauchst du, oder? Und Planken habe ich auch genug. Ich brauche nur Planken, tatsächlich. Ja, dann knall dir hier diese Planken. Tada! Forschungstisch, Leute, wir werden Wissenschaftler einfach. Das normale Überleben ist so einfach, liebe Freunde. Genau. Wir werden noch wir machen noch einen Forschungstisch. Machen hier noch Doktortitel machen wir noch hier. Ah ja. Passt es so oder soll ich den oben drehen? Ich glaube, es passt. Öffnen. So, dann würde ich sagen, machen wir auch noch einen Wimpel, weil daran sehen wir. Ich kann hier Sachen erforschen. Ah ja. Interessant. Hast du noch eine Planke für mich? Leider nicht. Ich habe dir alles gegeben, was ich in meinem Leben jemals besessen habe. Wir kennen uns erst seit einer Stunde, aber das gefällt mir. So. Okay, Moment. Ich bin jetzt. Was ist denn das hier? Das ist unser Anker. Und hier habe ich jetzt einen Wimpel, weil an dem Wimpel können wir erkennen, wo der Wind hin blowt. Siehst du? Jetzt kann ich nämlich gucken, dass ich das Segel so setze, dass wir dem Wind entgegen düsen. Ich glaube, ich habe geankert, oder? Was? Wie ändere ich das jetzt? Also der Eimer, den habe ich ins Wasser geworfen. Ich muss es noch umdrehen. Muss ich jetzt runterschwimmen? Ja, das ist okay. Den musst du. Nee, eigentlich musst du den. Muss ich jetzt den ganzen Tiefsee runterschwimmen und den wieder holen? Warte mal. Oh, ich glaube, du musst ihn tatsächlich holen. Soll ich ihn holen? Ich muss runter. Einmal verwendbar. Und das heißt, was genau? Ja, wir treiben jetzt hier im Nirgendwo. Egal, ich entferne ihn. Einweganker, egal, komm, goodbye. Das ist ja so genauso wack wie so Einweggrill, ne? Ja, ist so richtig eklig. Richtig. Oder Einwegrasierer. Barbarisch. knapp, Freunde, knapp. Auch Einweggrill geht mehrmals. Da ganz hinten. Weise. Ja, da ist was. Was ist denn das? Sollen wir da hindüsen? Das ist ein anderes Floß, ne? Sollen wir da hindüsen? Und die töten und essen? Warum? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, töten ist da nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind die einzigen Menschen hier auf diesem Floß. Wow, der Hai ist wieder am Start. Kann ich draufspringen? Nein! Oh mein Gott, das war stupid. Oh, was hast du gemacht? Ach, gar nichts. Warum fragst du? Ich dachte, so Super Mario-mäßig springe ich auf den Hai und tackle sein Hirn. Und regelst es. Hat nicht funktioniert. Okay, wunderbar. Also wir sind gar nicht schlecht gestellt. Ich würde sagen, auch wenn du gerne die Nächte durchmachst, wir brauchen jetzt Betten. Bett. Okay, gut. Oh, da ist eine Insel. Eine Insel? Okay. Wir können, glaube ich, direkt darauf zusteuern, dass wir unser Floß nicht verlieren. Okay. Hey, ich check das Erforschen noch nicht so ganz. Ich auch nicht. Kann das noch mal jemand erklären? Du musst es hier irgendwie reinziehen oder so. Hier hin. Ja, genau. Oben, wo das Blaue ist. Und wenn nichts Neues ploppt, dann hat man es anscheinend schon erlernt. Planken forschen, ja. Wo tue ich das denn rein hier? Oben, wo so eine Blaupause drin ist oder ein Seil, da kannst du die Blaupause reinziehen, glaube ich. Klar, weiß ich doch.
Will ich 10 erforschen? Ah, okay, geil, jetzt check ich das. Also, du musst die Sachen in diese Blaupause reintun und dann, ja. Dann werden ja verschiedene Icons hier, ne, wenn ich jetzt Holz reintue, dann werden alle nötigen Holzfelder dann auch grün. Und du kannst ja mal reinschauen, ganz kurz, dann ist ja nicht selbsterklärend. Wo siehst du das? Du hast es doch oben. Ah, jetzt, ich sehe es. Ach, wie cool. Ah, witzig. Sollen wir, brauchen wir einen Tisch? Was anderes? Ein Steinpfeil ist sehr gut, weil damit können wir den Hai aufspießen. So, wir sind jetzt gelandet. Ich würde tatsächlich warten, bis morgen ist, weil hier unten hat es voll die guten Sachen. Sand, Stein. Damit können wir dann auch voll die guten Sachen bauen, weil ich glaube, dass wir hier nicht hochkommen. Ach, lieber morgen. Also, ich würde jetzt mal kurz hier reinjumpen. Und ich gucke mal, ob der Hai dich catcht. Ich glaube, für das Bambu braucht man tatsächlich eine Axt. Kannst du dir eine craften? Ich guck mal kurz, ob ich kann ich machen. Kann. Hast du gerade Bambu gesagt? Bambu. Bambu. Ja, genau, so heißt es doch. Okay, hier ist kein Fisch. Ich mach dir eine Axt. Eine. Ich brauche eigentlich nur noch eine Planke, dann kann ich mir auch eine machen. Ich habe eine Planke. Ja. Geht das? Oder brauchst du mehrere Planken, wenn du sagst, du brauchst eine Planke? Ich brauche noch drei. Ich hole mir die kurz. Hey, wir können da tatsächlich hoch. Ich komme mal mit. Yay. Yeah. Oh, ich kann dich hier nicht allein lassen. Yeah. Magst du Kokosnüsse? Ich liebe Kokosnüsse. Geil. Ich habe dir nämlich jetzt was für dich. Was denn? Sind das Kokosnüsse? Wow. Yeah. Ja, magst du den kaputt schlagen? Hast du eine Axt? Nee, hast du eine Axt? Ja. Dann Ladies Go first. For it. Okay. Wir brauchen auch eine Truhe, wo wir alles reinstopfen können als nächstes. Ich hoffe, ich verliere mein ganzes Zeug hier nicht. Wenn du aus mir Kisten rausploppen siehst, dann schrei, weil dann bin ich voll. Okay, ich versuche. Willst du vorspringen oder soll ich machen? Nö, Ladies first. Ein richtiger Gentleman. Scheiße, ich bin runtergefallen. Guck mal, das geht so, geht das. Hast du es geschafft? Ja, mit einem Sprung. Was? Verarschst du mich? Nein. So, lass mal gucken, ob wir schon eine Kiste machen können. Oh. Und eine kleine Anbaufläche. Wo haben wir eigentlich Erde? Ich hinterfrag das mal nicht. Was können wir denn machen mit dem, kleinen Anbaufläche? Können wir was züchten? Da können wir quasi Kartoffeln reinpacken mit oder Gras Pflanzen, machen. Melonen. Genau, wir können Gras, wir können kiffen. Also alles, was das Herz begehrt. Ein bisschen kiffi. Genau, der ganze Schabernack. Aber ich demande jetzt ein Bett. Ja. Aber dafür brauchen wir Nägel. Und Nägel brauchen Schrott. Aber woher kriegen wir Schrott? Also ich hatte einen Schrott, das heißt, wir finden... Ich habe ganz viel Schrott. Hier, ich habe sie hingehauen. Warum hast du ganz viel Schrott? Habe ich lange gesammelt, tatsächlich. Ganz viel Schrott. Sind drei Schrott, das ist ein Nagel. Das mach ich mal nicht fertig, Mann. Ach nee, doch nicht. Drei Nägel. Drei Nägel, das ist doch gut, ja. So, ein Fischi. Ist der dann brauche ich Kunststoff und Planken noch. Ein Kunststoff brauchst du noch? Habe ich noch. Hier, guck mal, wie viel Kunststoff ich habe. Und ich habe 6 Nägel, fällt mir gerade ein. Hier. What the fuck? Frag mich nicht, wo. Ich habe dir gesagt, in mir spawnen Dinge, die ich mir nicht erklären kann. Und ich rede nicht von der Periode. Sorry, der muss nicht rein. Ja, war eine gute Vorlage von dir selbst auch. Nur Samen? Ich hab doch hier Samen. Ah, jetzt, schau mal, ich pflanze Samen. Ah ja, ich sehe es, ja. Jetzt, warte. Braucht frisches Wasser. Oh, Scheiße. Ja, bring ich. Saufen die auch noch mit, die Schweine. Guck mal, gewässert. Oh. Nee, warte, wir wollen ja sagt jemand, dass wir mit Blumen, also mit den Blumen können wir Farben quasi machen. Also im Prinzip können wir damit dann Sachen anmalen. Später wahrscheinlich dann, ne? Ja. Später, ja. Ich würde auch sagen, wir drehen jetzt mal den Kurs. Ja, ich würde auch gerne mal Wire fahren. Ich guck mal, vielleicht kann ich die Blumen hier abgeben. Wir können neue Sachen konstruieren. Ah, jetzt, ey, wir können jetzt ein Sammelnetz lernen. Ach, das wäre geil. Geil. Und eine Kiste. Wir brauchen unbedingt ein Paddel. Ein Inventar. Großes Trophäenbrett. Ist das das? Nee. Lernen. Kann man wahrscheinlich alles lernen. Und haben wir noch eine Paddel irgendwo? Ein Paddel können wir schon bauen, ja. Also, wir brauchen noch Kunststoff, weil dann können wir uns ein Paddel bauen und dann kommen wir hier weg. Ich werde mal kurz mein Leben riskieren, um das zu... Oh, das ist ja der Hai. Ich brauche noch einen Kunststoff. Hast du noch einen Kunststoff für mich? Ich habe noch 18 Kunststoffe. Nee, 16, das sagst sorry. Sagst du mir jetzt? Ja, du hast ja nie gefragt. Ich habe doch gefragt. Eins kriegst du. Das ist ein richtiger Geier. jetzt geht der Geiz los, Freunde. Jetzt geht der Geiz los, ey. So, ich hole uns sie raus. Ja, fein. Es gibt am Boden noch ganz tolle Dinge scheinbar, sagen ich, die Leute. Ja, ich sehe hier auch Korallen. Da kriege ich dann direkt Flashbacks. Kann man die hast nehmen? Hast du eine Kiste, die wir bauen könnten vielleicht? Eine Kiste? Inventarkiste? Wir brauchen unbedingt eine Inventarkiste, ja. Weil dann können wir hier noch kurz... Da ist die Drecksau, töte ihn! Oh, die Möwe, ja. Ich baue dir ein kleines Lager, ja? Also halt eine kleine Kiste.
investieren wäre nett. Ja, hier. Und noch ein bisschen der Kunststoff, weil dann könnten wir noch ein bisschen größer bauen. Ah, ich habe in die falsche Richtung gebaut. Das geht jetzt in die Richtung auch. Weil ich würde die Kisten auch nicht so nah am Rand bauen, weil wenn der Hai da reinbeißt, ist beides weg. Die Platte und die Kiste. Du hast recht. Deswegen baue hier gerne nochmal zwei Holzdinger hin, wenn du kannst. Auch ja. Mit deinem nackten Finger auf mich zu zeigen. Weil der Hai holt sich jetzt direkt wieder den nächsten Shit, ne? Die dumme Sau. Ich baue es jetzt erstmal. Ich baue es jetzt erstmal hier hin. Aber sollen wir nicht mal. Magst du nicht mal wegpaddeln hier? Willst du nicht mal was machen? Ich will, dass du mir deinen verdammten Kunststoff gibst. Ach so, noch mehr? Ja, her damit. Hier, eins. Nein, jetzt komm. So, okay, hier, acht. Ich versuche doch nur, unser Floß zu erweitern. So, sehr schön. So, ich hole mal kurz unser Paddel, damit wir hier mal wegkommen. Ja. Dann können wir, ich würde sagen, in der nächsten Insel, Leute, tun wir den Boden ein bisschen ergründen, weil das macht jetzt so, finde ich, keinen Sinn. Wir haben vieles noch nicht, mit dem wir das tun können. Frag mich einfach nicht, akzeptiert es einfach. So, guck mal, ich habe das Segel auch nochmal in die andere Richtung gerichtet. Das ist sehr schön, das ist sehr schön gemacht. So, jetzt können wir nämlich in die Richtung und dann können wir weg von dieser Insel. Oh mein Gott, wir sind ja echt schnell gerade. Ja. Da kriege ich ja und gar nichts. Und gerne nochmal Kunststoff einsammeln. So. Das okay, perfekt. So, wunderschön. Wir haben es geschafft. Hier ganz viel spitze Korallen für dich. Da ist Plastik. Plastik. Ich brauche Plastik. Ich brauche Plastik. Gib mir Plastik. Hey, unsere Blumis. Aber ich will eigentlich gar keine Blumis haben. Ich will... Ich mag keine Ernten, aber warum? Ich will eigentlich Essen haben. Ja, ich kann noch also, ein bisschen angeln, aber sehr viel macht die Angel auch nicht mehr. Ja, müssen wir nochmal eine neue bauen. Für Melone und Ananas braucht ihr ein mittleres Beet. Ach so, ein größeres. Oh Mann. Ey, wir brauchen so viel mehr Plastik. Ey, könnt ihr nicht noch so mehr Plastik in den See werfen hier, bitte? Gell, bitte, Mann. Was soll das? Ist voll nicht echt. Voll unreal hier. Ein bisschen mehr Real Life, hey. Wenn du irgendwo eine Insel siehst, dann schreibe, dann steuern wir die an. Ich glaube, dass wir eher vielleicht beim Floß bleiben müssen, oder? Mal ein bisschen ausbauen, damit der Hai jetzt nicht gleich unser Segel frisst oder sonst was. Ja, sehr gerne. Und alle schreien Netze. Ja, lass Netze bauen. Das ist ja eine gute Idee, Kapitän. Also, ein Sammelnetz. Brauchen wir Planken und Seile. Seile ja. Hab ich. Ich kann dir auch ganz viele gleich geben. Nee, ich hab... Nee, ich will deine nicht. Ich will deine dreckigen Seile nicht. So. Wir sind ein Team-Kadett, vergessen Sie das nicht. Ich brauche nur Planken. Planken. Okay. Da ist eine Planke. Da vorne ist wieder irgendwas, wo wir hingehen können. Ganz wichtig, wir müssen nachher echt unbedingt Netze ein Speer machen, weil ich glaube, unsere Communities haben sich das jetzt sehr lange gewünscht. Das kriegen die auch. Diesen perversen Wunsch dann auch mal erfüllen. Die kriegen ihren Sadomaso-Speer jetzt gleich. Auch genau, damit der Sadismus in ihnen auch ein bisschen gestillt wird. Nein, meins! Nein! Hab ich was? Boah, ich habe ein Double bekommen direkt. Jetzt gönne ich mir noch Plastik. Du kleiner Imposter. So. Und noch Holz. Alter, das war hier Multikill. Ich mache ein Sammelnetz, Freunde. Ja. Ein Sammelnetz. Ah ja. Wo bauen wir das hin? Das kann hoffentlich nicht angegriffen werden. Ich glaube, ich würde es hier hin machen. Oder? Doch, das kann er auch tatsächlich kaputt machen. Ach nö, du. Oh doch, du. Was ist da am Horizont? Das am Horizont, da möchte ich gerade hinfahren, weil das können wir richtig krank looten. Aber ich baue hier eine Attrappe hin, eine Planke, dann ist der die Planke, weißt du? Und dann nicht unser Netz. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ja, sehr stolz auf dich. So, sagen wir mal, schon die beste Idee, die man haben konnte. So. Von uns beiden, oder was? Die Netze sollten aber auch nicht am Rand sein, wegen dem Hai. Ja, wir bauen drumherum. Sind ja alle richtige kleine Schlauis. Ja. Guck mal hier, was ist denn da vorne? Ja, da will ich hin. Hier, Mad Max. Sag mir mal, ob ich aber Backboard. Genau, wir müssen jetzt genau auf der Insel landen, weil wir haben kein Ankommen mehr. Deswegen müssen wir gucken, dass wir genau dort. Hast du nicht einen Paddel noch? Ja. Stimmt, hast ja recht. Schneller. Wir wollen geiern. Vielleicht gibt's da was Krasses, liebe Freunde. Nimm gerne noch schnell die Kiste mit. Wow, die nehme ich mit. Aber vielleicht können wir... Hallo, Hai. Oh nein, der Hai, der frisst wieder. Muss ein verlassenes Floß. Haha, die haben nicht lange überlebt. So, ich versuche mal, mich da ranzukeilen. So. Können wir das mal, einen Drang schließen? Das wäre natürlich geil. Ich steuere mal dagegen. Oh, shit. Das geht gerade unter, ne? Das geht gerade einfach mal unter. Was? Das geht gerade unter. Shit. Und ich bin... No, wir haben geentert, oder? Ups, das war aber nicht so gewollt. Ich wusste nicht, dass es geht. Ich wusste auch nicht, dass es geht. Hätte ich das gewusst, wäre ich drauf geblieben. Nein! Was machst du? Nein, der Hai greift dich an und ich schaue dir zu. Egal, ich gehe mit der Titanic unter. Hier hast du noch keinen Shit. Ich paddel mal weg. Hast du noch was gefunden? Ja, ich habe noch was gefunden.
wusste nicht, dass die Scheiße untergehen oben kann. Die Kiste also, retten, heißt es. Das, ja, ich hab's gemacht. Das zieht mich gerade mit sich runter. Ne? Das ist echt Titanic. Kannst du schnell irgendwie ein Stück Holz nehmen und wir machen Jack und Ding nach? Ja. Jack, komm zurück! Hier, guck mal, für dich. No, das ist aber nett. So, ich habe jetzt irgendeine geile Kiste eingesammelt, glaube ich. Was ist da drin? Was ist drin? Die geht immer unter. Hä, habe ich nicht eine Kiste eingesammelt, Leute? Ihr habt es doch alle gesehen, oder? Habe ich hier nur Schrott gefunden? Oh, die Kiste ist noch drauf. Kacke, ich wusste nicht. Also muss da scheinbar ganz schnell raufgehen und dann... So, wir müssen wieder ein bisschen looten, 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 looten. Und was sagst du so von Raft? Ey, mega. Macht ja mega Spaß. Vergiss komplett die Zeit. Mega Suchtspiel. Ich brauche da nochmal... Ich bin voll drin. Ich brauche nochmal einen Plastikhaken. Da brauche ich nochmal Kunststoff. 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 Freunde. Wir können jetzt mal Betten machen. Zieht das Segel ein, sonst schwimmen die Materialien zu schnell an euch vorbei. Du hast einfach mal recht. Aber es sind ja gerade gar keine da. Ja, vielleicht liegt es auch daran. Ich glaube nicht. Ich warte eigentlich bis die nächste Welle kommt und dann können wir wieder... Lösen. Aber ich hatte auch am Anfang das Gefühl, es war mehr Stuff drumherum. Ich mache das Segel erstmal weg. Okay. Segel weg. Da kommt doch was, Da kommt hier die ganze Armee an Plastikflaschen. Geil, wieder ein Schiff untergegangen. Hier seid ihr sicher, kommt zu uns. Ich verdurste gleich schon wieder, verdammt. Hast du Tasse? Ja, ich mache mal wieder... Ich filme. Du hast auch schon lange nichts mehr getrunken. Ach ja... Ich bin gerade so auf so einer Wasser-Null-Diät. Ey, ich schwimme jetzt einfach und gönne mir alles. Auch das schon. Ja? Scheiß auf den Hai. Was machst du gerade? Ich schwimme einfach gönne mir alles. Oh nein, das nenne ich immer so die ultimative Raft-Sucht, wenn der Spieler schon ins Wasser springt, weil er es nicht mehr aushalten kann. Ja, weil. Die Sachen alle ab. Ja, hier meine Angelrute, die geht ja auch irgendwann am Arsch. Und der Hai ist anscheinend so übermüdet einfach, dass er mir echt nicht viel Lebensenergie abzieht. Ja, ich glaub, und dann gehe ich gleich auf die Insel und dann fülle ich mich wieder auf. Guck mal, ey, Freunde, ist doch viel bessere Taktik hier. Ja, der Hai durchgespielt. Kommt auch gerade. Raft durchgespielt. Okay, vielleicht ist das jetzt auch so das Ende von meiner. Von meiner Gear-Tour. Aber ich habe alles, was ich brauche, Freunde. So, ich mache mal ein paar Seile, die brauchen wir immer. Yay. Yeah. Ich brauche noch ein Plastikdings, dann kann ich mir wieder so einen dummen Haken holen. Ju, du musst sagen, ich habe auf dem Kopf ja Croissants. Und du musst heute sagen, welche Füllung die beiden haben. Weitere Croissants einfach. Also was für eine Füllung. Ich habe immer so Hörnchen auf und die sagen, die sehen aus wie Croissants. Es sollen eigentlich Knurhörner sein und die wollen immer wissen, welche Füllung die Hörner haben. Was haben sie heute für eine Füllung? Ja, die Füllung sind weitere Croissants. Oh, okay, das ist ja spannend. Das hatten wir auch noch nie. So, es sind weitere Croissants. Findet euch damit ab. Warum hast du eine Flagge hingebaut hier? Julian, don't croissant the line. Das ist so schlecht. Manchmal schäme ich mich einfach. Das ist so ein Moment. Du hast mir letztens im Bett eingefallen, ich dachte mir, geil, don't cross the line, der gefällt mir. Nee. Der ist so scheiße, dass er wieder gut ist. So, hallo, was sehe ich denn da vorne schwimmen? So erotisch und einsam. Das hole ich mir doch. Oh, eine Tonne? Meinst du die? Ohne Tonne. Ey, ich bin die ganze Zeit hier am Trinken, ohne Ende, am Essen, sonst was, aber es... Nein, habe ich gerade wieder Salzwasser getrunken. Oh, du füllst sogar auf. Das ist sehr beeindruckend, weil das machen tatsächlich die wenigsten. Ich mache gerade nichts anderes. Ja, das ist voll nett, dass du es auffüllst, weil das machen tatsächlich die wenigsten, möchte ich hier nochmal. Ja, meine Mom hat damals auch immer schon gesagt, ich bin etwas Besonderes. Oh. Wie war das eigentlich damals für deine Eltern? Haben die das auch nicht so richtig verstanden, was du da überhaupt machst? Mit YouTube schon. Mhm. Schon. Das fanden die ganz cool so. Aber wo streamen? Ich dann. So streamen? Nee, das hat, ich weiß selber noch nicht genau, was ich mache, deswegen ist es ein bisschen schwierig, meiner Mom zu erklären, was ich eigentlich vorhabe. Ja, let it go! Oh nein! Wer kriegt die zuerst? Hol sie dir. Komm und schnapp sie dir. Was ist denn hier los? Ach, das ist ein Brett, ich dachte, was Besonderes. Ich wollte eigentlich gerade so eine Gear-Tour machen, aber okay, dann nicht. So. Ich kann nicht warten. So. Erstmal Kopf zwischen Floß und Stein angetrieben. So. Weiße Blume. Oh, will ich Blumen haben? Ein Steini. Ich brauche tatsächlich Steine für diesen verdammten Wurfanker. Ich gehe mal tauchen. Oh, da ist ja voll viel Schrottzeugs und so. Oh mein Gott, da eröffnen sich mir ganz neue Welten. Das kann ich alles auch gar nicht abbauen, diese Scheiße. Ey, du so hier krass am Tauchen neben einem Hai Steine am Sammeln. Ich bin so Blumen am Pflücken einfach. So, la. Wir brauchen noch zwei Steine. Hast du noch zwei Steine? Dann hole ich einen Anker. Nee, ich habe nicht zwei Steine. Ich habe hier... Weil hier sind wir tatsächlich eine ganze Weile. Auf dieser Insel sind wir eine Weile? Mhm. Nee, habe ich aber immer noch nicht. Dann sorgt dafür, dass wir eigentlich...
Ja, ich brauche halt, es zu akzeptieren, verdammt. Ich brauche halt Steine. Gnu. Ich brauche Steine. Ja, ich brauche noch 2 Steine, dann haben wir den Wurfanker und ich brauche auch irgendwie so einen komischen Haken. Aber den haben wir noch gar nicht gelernt. Was ist denn das? Du hast recht, ja, ich sehe auch hier so ein... Au! Ah. Ich sehe gerade nur, wir treiben weg. Ich gucke gerade, ob ich mir mal schnell so einen Wurfanker... Falls du noch irgendwie Stein da unten findest... Ich habe Stein gefunden. Oh, geil! Wir brauchen nur noch einen, dann kann ich nämlich diesen Anker hier ablassen und dann können wir nämlich hier eine Weile bleiben. Ich bin am Start. Ich habe gerade gemerkt, ich bin low on Sauerstoff gewesen. Ich wäre fast gestorben. Okay. Ich habe da auch ein Geschenk für dich dann gleich. Stein, 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 Stein. So. Guck, jetzt mache ich den Anker. Du darfst ihn jetzt auch offiziell... Ah, nee, ich brauche noch Stein. Ach, das ist Ton. Das ist gar kein Stein. Das musst du mal Frederik erklären. Who the fuck is Frederik? Hier ist Frederik. Was ist das denn für ein riesiger Fisch? Meine Fresse. Das sieht aus wie ein Maschinengewehr einfach. So, ich brat mal den Frederik für dich gleich, ja? Du brätst den? Ja. Oh, das wäre gut, weil nach den ganzen Tauchen, ne? Kriege ich auch echt einen barbarischen Hunger. Den hotten Frederik, den lege ich dir jetzt drauf. Oh yeah, den riech ich ja bis hierhin. Das passt nicht dahin. Hä? Was? Frederik passt da nicht drauf. Für was ist der dann gut? Wo ist denn... Ach, wir brauchen einen größeren Grill. Ey, ich hab's geschafft, dass unser Floß sich hier verkeilt. Das heißt, wir kommen hier eh nie wieder weg. Ist doch gut. Das ist gut, aber immer noch. Wo gibt's Stein? Ist das Stein? Nee. Ich glaube tatsächlich, wir hatten Glück, dass das Floß hier tatsächlich bleibt. Ich würde nämlich jetzt auch mal kurz auf Tauchsession gehen und gucken, ob ich Steine finde. Ja, ich bin mal gespannt, weil ich finde hier nur Schrott, Sand und Ton. Okay. Ich glaube, die Steine sieht man nicht so gut. Die sind nicht so offensichtlich, weißt du? Weiter unten gibt es Stein. Ah, okay. Ja, dann... Ach so. Wie weit unten, Leute? Stein ist dunkler auch, okay. Ja, was ihr alles wisst, Chat, Alter. Ja, ihr seid ja so kleine Schlaui-Bärlis. Und da ist die Möwe. Töte sie. Ja, die hat da irgendwas mitgenommen, glaube ich. Okay. Ton ist auch sehr wichtig für Öfen später. Metall braucht man auch sehr viel, sagen die Leute. Also es ist eh in Ordnung, was wir da tun. So, ich gönne mir auf jeden Fall mal kurz einen Fisch, sonst bin ich tot. Ich glaube, wir brauchen auch fast noch mal eine Kiste, weil die ist schon voll. Was hast du denn da alles reingetan? Oh, voll viel Zeugs. Was sind die? Kunststoff. Hast du noch ein bisschen was? Die ist echt voll. Ja, ich habe... Nee, habe ich nicht. Aber im Lager ist halt ein Kunststoff. Okay, das wäre schon mal was, weil dann mache ich gleich noch eine Kiste. Stimmt, wir wollen ja Speere machen. Komplett wieder vergessen, was wir eigentlich machen wollten. Oh, stimmt. Das ist so viel. Wir werden die ganze Zeit abgelenkt. Das heißt, wir brauchen Planken. Das heißt, ich gehe mal auf... Ah, Mann, der scheiß Hai. Oh Gott, war das gerade schrecklich. Ah, ich habe Stein gefunden, oder? Nee, das ist auch schon wieder kein Stein. Steinaxt brauche ich. Planke und Stein. Und damit könnte ich auf jeden Fall Holz holen, ne? Und ein Bett wollten wir eigentlich ganz am Anfang. Ja, und ich bin jetzt gleich tot. Hör auf. Oh Gott, bitte lass mich nicht sterben. Lass mich nicht sterben! Ich will nicht sterben! Oh Gott. Ich bin... Oh, ich hab's, glaube ich, gerade noch so überlebt, gell? Schrott, kann ich eins reintun? Ah, wow, Laterne. Ach, im Mod gibt's auch Doppelbetten. Eine Farbmühle. Mittlere Anbaufläche. Ein Eimer. Geiler Scheiß. So. Geil. Jetzt haben wir wieder neue Sachen. Ich hätte einfach gerne noch ein bisschen Kunststoff. Ich sag mir mal, weil irgendwie würde ich gerne das Zeug in die Kiste packen, um dann noch hier ordentlich zu looten. Aber andererseits brauchen wir auch Material, was wir jetzt gerade nicht bekommen. Deswegen würde ich sagen, let it go, oder? Voll. Let it go. Let it go. Was ist denn? Was ist denn? Vorne ist wieder geiler Scheiß. Oh yeah. Was ist denn mit dem Eimer? Den brauchen wir jetzt nicht. Ich habe ja geschafft, dass sich die Dinge hier... Ach so, der Eimer, wo hast du den denn jetzt her? Den habe ich gecraftet. Der Eimer ist für Milch. Was machen wir damit? Der ist für Milch, den brauchen wir gar nicht. Echt jetzt? Ja. Ach, wie witzig. Also, ich kann jetzt gerade noch keine Milch geben, aber später vielleicht. So, ich mache eine Giertour jetzt bei diesen hohen Wellen. Oh, sehr schön. Ich versuche, diese dumme Möwe hier ein bisschen zu verprügeln. Verpiss dich. Boah, als ob man die nicht einfach so packen kann und dann einmal so... Das wäre richtig befriedigend. Dann macht er so... Papam! Ja, aber dann genau dann Faust in den Schnabel rein. Oh, scheiße, okay, ich bin tot. Ich brauche noch Kunststoff. Wow. Und was brauchen wir noch? Genau, wir müssen noch den Speer machen. Die Community hasst uns langsam, ja. Okay, ich glaube, ich kann einen Speer machen jetzt. Gut. Oh. Ja, kann ich. Komm, wir haben jetzt ein großes Beet. Haben wir Stein? Ich habe Stein.
Hier, zwei. Ja, soll ich den fürs Speer nutzen oder brauchen wir später für was anderes? Ach komm, Speer. Die Community hat so lange gewartet, die werden uns noch richtig lynchen. Okay. Guck mal, ich habe eine Melone gepflanzt und noch eine. Oh nein, ich habe 6 Speere. Oh, was? Oh nein, muss man die schießen? Freunde, sagt mir erstmal Bescheid. Oh no. Das ist kein Speer, ich habe einen Pfeil gebaut. Oh. Ich dachte, das wäre ein Holzspeer, aber okay, ich habe jetzt ein Speer auch. Okay, das ist in Ordnung. Ey, warte da mal ganz ehrlich, ich baue mal ganz kurz ein bisschen hier unser Floß größer. Es ist mir so eng hier gerade alles. Ja, ne? Do it. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Och, keine Holzplanken. Ich habe wieder einen Stein, magst du? Oder magst du den wieder verschwenden? Nee, tu den mal gerne in die... Hast du noch Holzplanken? Ja, 7. Oh, hast du das Beet vergrößert? Ja, ich habe größeres gebaut. Aber du nur noch mit 2 Pflanzen? Ja, da gehen nur 2, glaube ich, oder Leute? Und bei dem anderen gingen 3? Ja. Ein Nazure. Ich würde jetzt mal ganz kurz noch... Ah, scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich würde mal ganz kurz noch mal eine Angelroute bauen, weil wir brauchen Essen. Oh. Okay, unsere kleinen Millionchen wachsen. Ich muss kurz überlegen. Ich wollte gerade irgendwas tun. Ich habe es vergessen. So, okay. Jetzt Land, was die Leute sagen. Land, wo? Wo? Oh, da! Ja! Tatsächlich. Also, Ju. Mission. Ich bringe dich aufs Land und du gehst da drauf und... holst ganz schnell die Kiste oben. Kann ich machen, aber sollen wir einmal ganz kurz den Hai messern mit diesem Speer hier? Bin ich voll dabei. Ach so, das geht wahrscheinlich nur, wenn er am Beißen ist gerade, oder? Ja, oder? Genau. Ach, genau. Okay. Wenn er beißt, dann musst du mit dem Speer auf ihn einstechen. Und dann, diese scheiß Möwe, ey, die ist so fett, da könnten wir so viel Fleisch... Warte, ich hab doch einen Speer gehabt. Ich hätte die doch messern können. Okay, warte, die kommt eh gleich wieder, die Drecksau. Okay, dann lass ganz kurz ein bisschen messern. Ja. Bevor es losgeht. Sehr schön. Also da oben ist eine Kiste. Ja. Ja. Okay. Ich spring drauf. Schon mal vor, ja. Ich muss von der Seite kommen, okay. Du kriegst es hin. Und let's go. Go, go, go. A la Catch, schmeckt. Hau den Dreck weg. Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Easy cheesy. Rezept einfacher Fischeintopf. Das klingt doch gut. Das klingt doch schon mal sehr nice. Man kann den Hai immer schlagen. Ey, dann ganz ehrlich, dann wo bist du? Mach sie fertig, die Drecksau. Okay, ich bin bereit zu messern. Oh, sehr gut. Ja, wie im Spieß steht. Wie auf der Gamescom. Wie auf der Gamescom? Was hast du für Gamescom-Erfahrungen gemacht? Komm. Nur durchweg positive. Ja, ich merk's. Wo bist du? Komm her. Ein Meter Abstand, bitte. So, wunderbar. Boah, wo bist du? Komm her. Hundebest. Da schwimmen sie weg, die Fässer. Siehst du irgendwo den Hai neben mir? Nee, ne? Nee, ich weiß, seitdem der Spieß hat, der irgendwie ja, Angst. Ja, komm, zack. Nee, der greift mich die ganze Zeit an, ich bin gleich tot. Nein, echt? Scheiße, ich bin gleich tot. Warum mach das lieber nicht? Warte, lass ihn erst angreifen. Nein, bitte nicht noch. Oh nein, ich bin tot! No, Ju! Ich habe so viele Sachen gerade in meinem Inventar. Warten auf Rettung. No. Du kannst mich retten. Was? Wo bist du denn? Irgendwo ganz tief im Wasser. Nee, das macht keinen Sinn. Hä, nee, ich habe doch gar nicht alles verloren. Ach, du hast noch alles? Ja, das ist bestimmt, weil wir leicht haben. Weil eigentlich verliert man schon alles. Aber ist doch umso besser, wenn du noch alles hast. Ich guck mal kurz, ob ich vielleicht noch immer noch... nee, wir können noch nichts Krasses grillen. Wir haben einen Behälter, Vogelscheuche und die Kiste würde ich gerne stellen. Kann ich immer noch nicht wegen Kunststoff. Dieser blöde Möbel, verpiss dich. Oh, eine Insel! Voraus. Kann man das hier, Yes. Lava oh. Nein, Freunde, das geht. Was denn? Wenn du rechtsklick, guck mal, also wenn du rechtsklick auf dem Boot machst, dann kannst du so Sachen bauen. Eine Leiter und sowas. Was? Was? Ach so, ja, stimmt. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Oh, jetzt habt ihr Julius gezeigt. Jetzt werde ich hier zum Architekten jetzt, hier, ne? 24 Stunden Stream. Ich würde gerne einfach nochmal ein Netz bauen. Ein Netzilein? Ja, aber ich würde das gerne daneben bauen. Kann ich eine Holzplanke irgendwie wegbekommen, Freunde? Mit der Axt kannst du wieder abreißen. Hast du eine Axt gerade? Weil ich habe keine. Kannst du hier das Feld hier, das mag ich hier nicht, da wo ich drauf springe. Ach, das. Zack. Das fühlt sich nicht richtig an. Wieso? Weil wir Dinge kaputt machen, die wir uns mühsam aufgebaut haben. Ach, kriegst du das nicht zurück mehr? Nö, ist ja nicht schlimm. Ey, es wird langsam was, oder? Ja, die Knutschi-Chu-Insel.
Ey, wir können bestimmt so viel krasse Sachen jetzt bauen. Also, was brauchen wir, Freunde? Ein Speer habe ich. Eine Kiste. Eine weitere Kiste. Ja, unbedingt. Das ist richtig. Können wir größere Lager bauen? Können wir das erforschen? Ein größeres Lager? Ist das ein Ding? Ja, das wäre tatsächlich wundervoll, weil dafür wir brauchen echt eine... Ja, aber dafür bräuchten wir ein Scharnier. Woher kriegen wir ein Scharnier, ist die Frage. Vielleicht durch Schrott? Ich kann gleich mal gucken. Erforschen? Ein Scharnier. Wo erforsche ich das? Ich habe hier noch eine kleine Kiste gebaut. Durch Metall, das ihr im Wasser findet. Scharnier finden bzw. erforschen. Aber wo kann ich das denn hier erforschen, Freunde? Also. Yeah, wir haben noch eine Kisti. Hast du eine gebaut? Aber ich wollte eine größere bauen. Oh, scheiße. Wir müssen ja auch... Ah, hier ist ein Scharnier. Dafür brauchen wir Metallbarren. Okay, woher kriegen wir Metallbarren? Die findet man doch nicht einfach nur so, oder? Übrigens habe ich jetzt mittlerweile schon 3 von diesen riesen Maschinenguns. Oh ja, braten wir die. Oh, meine Güte, das ist riesig, das Teil. Das meine Güte. Öfter. Das ist auch sehr dick. Und es hat Augen. Das hörst du auch öfters, ne? Und es ist ein bisschen haarig vorne. Das ist zu 100%, das bin das ich. Guck mal, was ich jetzt hier habe. Oh, ein Bett! Direkt haut es sich in Klatsch. Kann tagsüber nicht einschlafen, alle Spieler müssen schlafen. Aber heile ich mich denn zumindest schneller? Nee, es bringt gar nichts. Ja, das Schlimme ist, genau das ist ja das, du musst auf mich warten. Das heißt, du bist gezwungen, du kannst keinen Ego-Move machen, weißt du? Hatte ich nicht. Ich brauche eigentlich nur noch ein bisschen Kunststoff, dann kann ich mir auch ein Bett kaufen. So, jetzt kann ich mir auch ein Bett bauen, oder? Was brauchst du noch sonst? Ein Kunststoff. Boah, ich bin alles am Wegessen hier. Kann ich die blaue Blume auch noch essen hier? Komm. Wasser schreibt einer, kein Bett bauen, sonst wenn du stirbst, wenn du respawnen willst, verlierst du deine Sachen. Warum verliere ich mit einem Bett meine Sachen und ohne nicht? Macht gar keinen Sinn, das Spiel dann. Please tell me why. Hast du Bett machen können? Ich habe jetzt mal keins gemacht, weil ich nicht weiß, ob ich das machen soll. Das mit dem Bett stimmt nicht, okay. Herstellen. So. Dann lass mal sleepen, gucken, was passiert. Okay. Wachen morgen auf als Wir müssen auch mal Haie. Unsere Fläche tot. Ich habe mich hingelegt. Oh, ich auch. Dass die da überhaupt noch schlafen, ne? Ja. Nochmal hinlegen. Hä? Das war's? Nochmal hinlegen. Nochmal, warum? Ja. Aber wir verlieren noch voll viel. Ach, guck mal, warte. Jetzt. Oh nein. Oh, sorry. Oh nö. Es tut mir so leid. Es ist okay. Ich bin einfach nur menschlich enttäuscht von dir. Er hat die Enttäuschung echt gehört. So morgen überall nur auf Block. Ey, kannst du alles hier wegmachen? Echt? Ja. Oh no, why? Wir machen ganz viele Netze, aber nebeneinander. Wir müssen halt direkt, direkt smart denken, organisatorisch, wertvoll denken. Aber wollen wir noch kurz die Insel hier rapen? Dann lass sie rapen, ja. Jetzt kann ich. Ich kann einen Anker bauen. Nice. Magst du den wieder reinschmeißen, so wie vorhin, so fürstlich? Ja, das kriege ich hin. Ach, zum ersten Mal haben wir einen Anker. Ja, okay, machen wir. Ich gehe noch ein bisschen näher an die Insel ran. Ja. Ist die Insel denn gut? Sollen wir nicht erstmal abchecken? So? Vielleicht ist es auch so eine Fake-Insel, die gleich auch untergeht. Ich glaube, dass die gut ist. Weil da sind schon mal wieder neue Samen drauf und sonstige coole Stuff. Kannst gerne reinschmeißen, wenn du magst. Ach, hier schon? Ja, oder? Also, ich glaube, wir kommen gerade nicht weiter. Der Wind ist gegen uns. Ja. Okay, let's go. Let's go. Da, schwarze Steine. Oder Stein. Ja. Finally. Brauchen wir Steine überhaupt noch? Ja. Brauchen wir. Ich habe gerade alle verbraucht. Sand und Ton in den Forschungstisch und dann können wir einen Ofen bauen. Dann können wir Frederik braten. Oh ja. Oder diesen dreckigen Hai, der mich gerade wieder eingreift. Ja, die Sau. So, wo ist unser Floß? Wo ist unser Floß? Ich muss los. Bruder muss Floß. Bruder muss Floß. Das ist genauso geil wie Don't Cross All the Line. Ach so, man soll quasi, wenn der Hai dich im Wasser attackiert, in dem Moment, wo er das Maul aufmacht, musst du den Speer reinschießen. Schießen? Ja, Leute. Den kann ich nicht. Also, beziehungsweise reinhauen. Ja, Leute, das klingt doch hab ich mich erschrocken. Okay, die Sache ist, wenn er mich jetzt noch einmal angreift, bin ich tot. Echt? Dann solltest du ganz schnell The Line nicht crossen. Oder ich krieg's hin. Ich verspore ja, so lange. Hab ich, Freunde? Nee, hab ich nicht, hast oder? Du? Ich hab den doch getroffen. Gebracht? War das Blut von mir oder war das vom Hai gerade? Das ist eine sehr gute Frage, sehr berechtigt. Oh mein Gott, wenn ich einmal angreife, dann sterbe ich. Magst du dich nicht opfern für mich, dass der Hai dich angreift? Wäre das nicht so ein cooles Ding? Ja, ich plansch mal rum. Der Hai kommt zu dir. Gut. Bam. Oh shit. Holy shit. Wo bist du? Ich komme gleich, bin unter Wasser. Du hast mein Leben gerade gerettet. Wow. Ich glaube aber, dass er gerade auf dem Weg zu dir ist. Ne? Ah, ich bin aber schon auf dem Los. Wunderbar, das ist aber nett. So. Teamwork makes the dream work. Ach oh Gott, der braucht Glas, der Ofen.
Heiligs Blechle, wie soll das Modistin schaffe, Mensch? Wir müssen einen Tonbarren erforschen, aber wie mache ich das denn? Kannst du mal gucken, ob du es machen kannst? Du brauchst einen Bogen, sagen die Leute. Ach so, ich muss einen Ziegel herstellen und aus dem Ziegel... Ach, ich brauche noch Sand, ah. Aber Sand haben wir. Du kannst quasi einen Ziegelstein, einen nassen Ziegel, kannst du herstellen und dann kannst du den da reinziehen und dann müsste das eigentlich gehen. Warte, ich mach das kurz. Ja, du. Ich bin gerade hier auf. Herstellen und jetzt, ach, ihr seid ja kleine Schlaui-Bärlis. Nee, geht nicht. Ihr seid kleine Dummi-Bärchis. Bärchis. Ich möchte ein Dummibärli sein. Das wäre wunderbar. Der Ziegel auf dem Floß erst trocknen. Ach, und da. Hä? Echt? Ach so, weil der nass ist. Wie soll ich noch so eine Scheiße kommen eigentlich? So, und jetzt? Ach so, tatsächlich. Guck, ich kann den hier trocknen lassen. Siehst du das? Was denn? Da ist jetzt ein Ziegel. Was ist das denn? Das und der trocknet jetzt und dann können wir den da reinpacken. Die haben nicht gelogen, die Kadetten. Tötet ihn! Tötet ihn! Okay, okay, tötet okay. ihn! Ja, ganz, ganz ruhig, lass ihn ruhig. Wie energisch er da reinpickt, die Dummes. Wie du mit der Wie? Ach nein, ich habe ja keinen Bogen. Ja, okay, macht ja Sinn. Bringt ja nichts. Aber ich mache hier wieder Gear-Tour. Freunde? Wie hebe ich denn die Ziegelis wieder auf, Leute? Es ist auf einmal so, hi versus Drew. Ach so, du bist wieder am Snacken. Oh, Scheißdreck. So ist das also. Komm, wenn sie trocken sind, ja, kannst du auch. Alter! Stirb doch. Warum klappt das denn nicht? Ich gehe auch mal ins Wasser. Hui! Und hol mir noch ein bisschen Steinis. Was ist los? Dieser Hai macht mich fertig. Will den töten, aber es passiert nichts. Ich speichere mal unsere Welt, weil ich müsste jetzt tatsächlich auch abdüsen. Du bist auch, glaube ich, schon müde, gell? Ich bin, ich bin leider viel zu wach. Wenn ich müde bin, werde ich wach. Weird, ne? Oh no. Ja, es ist irgendwas kaputt in meinem Chromosom. Aber wenn du Bock hast, lass uns das gerne hier weiterspielen. Können wir gerne machen, ja. Es macht mega Bock. Voll gern. Cool. Sehr nice. Dann vielen Dank, Ju. Ja. Hat voll viel Spaß gemacht. Schlaf gut und viel Glück für die anstrengende Woche. Vielen lieben Dank dir und dir auch für Berlin morgen. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Da sind sieben Geißlein allein zu Haus. Lelelelelele. Lelelelelele. Ich geb mich einfach als deine Mutter aus. Lelelelelele. Lelelelelele. Da sind sieben Geißlein leicht verdaut. Lelelelelele. Lelelelelele. Mache Klingelsturm, jetzt mach mal endlich auf. Lelelelele.